Was fällt dir zu Brasilien ein? Vielleicht die Stadt Rio de Janeiro mit ihrem berühmten Strand Copacabana? Oder Fußballspieler wie Neymar? Oder auch Karneval und Samba? Aber wo genau liegt Brasilien eigentlich und wie sieht es dort aus? Lass es uns herausfinden. Wir fliegen nach Südwesten, streifen Afrika und überqueren den Atlantik und landen schließlich in Rio. Schon aus der Luft erkennen wir den bekannten Zuckerhut, einen steilen Berg mit einer auffälligen Form. Wir sind in Südamerika. Dort liegt Brasilien nämlich und nimmt fast den gesamten Nordosten des Kontinents ein. Brasilien ist das fünftgrößte Land der Erde. Die Hauptstadt von Brasilien ist aber nicht Rio und auch nicht São Paulo, sondern Brasília. Die meisten Brasilianer leben im Osten und Süden an der Küste des Landes. Dort findet man auch die meisten Städte. Weite Teile Brasiliens sind ansonsten mit Regenwald bedeckt. Brasilien war mehr als 300 Jahre lang, bis 1822, eine portugiesische Kolonie. Die Portugiesen kamen im 16. Jahrhundert hierher und nahmen das Land in Besitz. Die Indios, die hier lebten, wurden schlecht von ihnen behandelt. Man zwang sie zum Beispiel, auf den Kautschukplantagen zu arbeiten. Das sind große Anpflanzungen von Kautschukbäumen, aus deren Milchsaft man Gummi herstellen kann. Heute gehört nur noch ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung zu den Indios. Sie leben oft im Regenwald, manche sogar ganz isoliert, ohne Kontakt zur restlichen Welt. Es gibt in Brasilien mehr als 200 verschiedene Volksgruppen von Indios. Die größte Gruppe stellen die Guarani. Der tropische Regenwald nimmt weite Teile des Landes ein. Dieser Regenwald ist der größte der Welt. Durch ihn hindurch fließt der Amazonas. Im Regenwald leben besonders viele Tier- und Pflanzenarten. Mehr als 2500 Baumarten gibt es im Regenwald. Hier wachsen auch viele Farne und Orchideen. Neben vielen Insekten und Schmetterlingen flattern hier auch Papageien, Tukane und Kolibris herum. Tapire, Jaguare und Pumas, Ameisenbären, Affen, Gürteltiere und Faultiere leben auch hier. Und natürlich auch Schlangen und Kaimane, die zu den Krokodilen gehören. Aber nach so viel Natur schauen wir uns doch noch ein bisschen in Rio de Janeiro um. Der schon erwähnte Zuckerhut ist ein auffallender Berg. Er ist 396 Meter hoch und hat sehr steil abfallende Wände. Man kann mit einer Seilbahn hinauffahren. Ein zweiter bekannter Berg ist der Corcovado, auf dem sich eine 30 Meter große Christusstatue befindet. Auf den Corcovado fährt eine Zahnradbahn. Bei einer Reise nach Rio wirst du aber sicher nicht nur Berge besteigen, sondern auch an den Strand gehen wollen. Copacabana heißt der berühmte Strand von Rio. 4 Kilometer ist er lang. Eigentlich heißt das ganze Stadtviertel, an dem er liegt, Copacabana, aber wir meinen meist den berühmten Strand. Und schließlich fehlt natürlich noch der Karneval von Rio. Die Parade der Samba-Schulen gehört zu den größten Festen der Welt. Zu jeder Samba-Schule gehören 3000 bis 5000 Teilnehmer und mehrere Festwagen. Das alles und noch viel mehr ist Brasilien.